Ja, ich wollte über Killerdrohnen hauptsächlich sprechen, weil die ja tausendfach im Einsatz sind und während ZDF die Dokumentation dazu gesehen hat oder auch mal im Internet guckt, sieht, dass da also entsetzliche, ich würde sagen, Kriegsverbrechen begangen werden, indem Personen eben lange beobachtet werden, Häuser zerstört werden, Autos beschossen werden, immer nur auf den Verdacht hin, dass da Terroristen getroffen werden könnten. Und insgesamt betrifft das, was ich erzähle, aber unbemannte Waffensysteme insgesamt, weil in den nächsten 20, 30 Jahren, 50 vielleicht, werden nicht nur die Sicherheitsdrohnen in der Luft tausendfach eingesetzt werden, sondern auch solche entsprechenden Waffen auf dem Lande und zur See. Und was mich daran besonders interessiert, ist, dass der Informatikaspekt bei diesen Waffen. Unsere Verteidigungsministerin hat verkündet, dass die Bundeswehr solche Waffensysteme, Killerdrohnen, bewaffnungsfähige Drohnen bekommen soll. Da ist dran gedacht, wahrscheinlich dieses Fluggerät Reaper anzuschaffen von der USA. Das kann man mit 8 Raketen ausstatten. Und dann soll aber im Rahmen von einem europäischen Projekt, zumindest mit Frankreich und Italien, auch eine Eigenentwicklung stattfinden. Diese Nachricht sollte uns alle wirklich sehr alarmieren, aber insbesondere eben auch Informatikerinnen und Informatiker, weil die da einen ganz erheblichen Anteil haben werden, damit sowas gemacht werden kann. Und um das ein bisschen inhaltlich auszufüllen, will ich in die USA gucken, über den großen Teich. Das hat 3 Gründe. Die USA benutzen diese Waffen tausendfach bereits. Fast als einzige Israel setzt die noch ein, Großbritannien ein wenig, aber USA vor allem. Die hauptsächliche Entwicklung findet dort statt. Und das, was für mich zum Vortragen am wichtigsten ist, die schreiben darüber, die dokumentieren mindestens einen Teil ihrer Vorstellungen und Ideen, während alle anderen da über deutsche Pläne ist fast nichts zu finden, wenn man nicht also da ganz viel Zeit investiert. Also da gibt es zum Beispiel diese Unmanned Systems Integrated Roadmap, die wird alle 2 Jahre fortgeschrieben, ist immer für Planung 25 Jahre voraus und ist die letzte, die ich gelesen habe, war 160 Seiten lang und reicht bis 2038. Und da stehen eben viele Dinge drin, die wir alle wissen sollten. Zum Beispiel, warum wollen die Militärs und die Politik diese Art Waffen überhaupt? Da sind die 3 Stichwörter Dull, Dirty, Dangerous. Dull ist sehr naheliegend. Diese Drohnen zum Beispiel fliegen tagelang über ein bestimmtes Gebiet und beobachten das. Das würde kein Pilot gerne machen, den langweilt das zu sehr. Drohnen langweilen sich nicht. Dirty bedeutet, dass man in verseuchten Gebieten, biologisch, nuklear oder ähnlichen verseuchten Gebieten, die einsetzen kann, wobei ich überhaupt nicht glauben kann, dass diese Drohnen in nuklear verseuchten Gebiet funktionieren. Denn zum Beispiel in Fukushima ist nicht ein einziger Roboter eingesetzt worden, um da aufzuräumen, weil die alle sofort nuklear außer Kraft gesetzt werden. Und das wichtigste Argument aber ist dangerous, wenn da was kaputt geht oder abgeschossen wird an Drohnen, dann ist das ein Blechschaden, während ansonsten Särge in die Heimat der USA transportiert werden müssen. Und das ist extrem unbeliebt. Was natürlich ganz wichtig ist, daran zu sehen, darüber sagt die Roadmap gar nichts. Für den Gegner bleibt das total lebensgefährlich,
Gegenteil wird noch viel lebensgefährlicher und tatsächlich wird auch für die, die solche Waffen einsetzen, die Gefahr ja nur verlagert, weil die Gegner dann Selbstmordattentate planen, wenn sie keine eigenen Drohnen haben. Interessanterweise gibt es zwei weitere wichtige Argumente. Das eine ist Geld. Die Amerikaner gehen davon aus, dass der Militärhaushalt nicht mehr stark steigen kann. Und da diese Waffen kleiner, leichter und weniger gepanzert sein müssen als vergleichbare Waffensysteme mit Bemannung, sind sie halt billiger. Und das ist also eins der Argumente, was sich durch dieses ganze Dokument erheblich durchzieht. Und dann gibt es noch ein hochinteressantes letztes Argument, was sehr sorgfältig da auseinandergenommen wird. Das ist, dass die Entwicklung von unbemannten Systemen notwendig macht. Also das perpetuiert sich selber durch die Existenz dieser Waffen, weil ja alle anderen Länder in der Welt diese Waffen nachahmen, also haben wollen, weiter selber entwickeln und damit dann eben keine, sozusagen die anderen nicht aufholen können, müssen die USA das eben immer weiterentwickeln, um überlegen zu sein. Nicht? Wer das ein bisschen verfolgt, alle Überlegungen der USA mindestens seit dem Zweiten Weltkrieg, wo also solche strategischen Planungen durchgeführt werden, gehen immer davon aus, die USA muss weltbeherrschend sein können und absolut überlegen. Und das bedeutet eben, dass man nicht aufhören kann zu entwickeln, sondern eben immer weiterentwickeln muss. Trotzdem, also die Begeisterung in diesen Dokumenten über unbemannte Waffen ist sehr, sehr groß und da wird zum Beispiel mindestens ein Drittel der Gesamtbewaffnung soll dahingehend entwickelt werden. Trotzdem kann man sich mal fragen, ob das überhaupt kriegstaugliche Waffen sind. Nicht? Und da sehen wir, heutzutage werden sie eingesetzt, um gezielt Menschen zu töten, also da gibt es Todeslisten, dann werden diese Menschen auf der Todesliste, insbesondere mit ihren Handydaten oder durch ihre Handydaten, lokalisiert und getötet. Dann gibt es, was fast noch viel perfider ist, sogenannte Signature Strikes, da werden Menschen, weil sie gefährlich aussehen, getötet. Nicht? Also wenn da ein 40-jähriger Moslem mit Turban über ein Feld geht und der hat einen Spaten über die Schulter, dann wird er mit ziemlicher Sicherheit von so einer Rakete erschossen, weil die denken, dass das ein Gewehr ist. Das ist Signature Strike. Und was man weiß, also da gibt es ja und viele Untersuchungen, wie viele Ziviltote sind, es ist auf alle Fälle, ich will mich da auf gar keine Zahl festlegen, es ist auf alle Fälle klar, dass es viel, viel mehr Ziviltote gibt, als tatsächlich nach irgendwelchen Kriegsüberlegungen gerechtfertigte Angriffe auf gegnerische Soldaten. Das ist also, ich habe hier sehr vorsichtig geschrieben, das ist völkerrechtlich umstritten. Umstritten ist alle rechtliche Frage. Es gibt immer Juristen, die das anders sehen. Tatsächlich würde ich denken, dass das eindeutig dem Völkerrecht widerspricht. Denn in diesem Kriegsvölkerrecht steht drin, in allen Dokumenten, Zivilpersonen müssen verschont werden. Und diese Drohnen verschonen keine Zivilpersonen und da kann man auch nicht sagen, naja, alle anderen Kriege, die heutzutage geführt werden, verschonen ja auch keine Zivilpersonen. Die Konsequenz ist einfach, alle Kriege, die heute geführt werden, sind völkerrechtlich gesehen Kriegsverbrechen. Ja.
nochmal zurück zu dem gerade vorher, weil ich das noch nicht gesagt habe. Ein letzter Aspekt, der natürlich erst recht überhaupt gar nicht in solchen Dokumenten, wie ich sie gerade vorstelle, drinsteht und die ganz stark gegen solche Waffen sprechen. Diese Waffen sind überhaupt nur einsetzbar, wenn es keine Luftabwehr gibt. Also in jedem halbwegs hochgerüsteten Land lassen sie sich überhaupt gar nicht benutzen. Nicht? Denn die fliegen langsam, die fliegen nicht allzu hoch, das heißt, die sind sehr, sehr leicht abzuschießen. Mit den Flugabwehrmitteln, die heutzutage üblich sind, nicht? Deshalb arbeiten die Amerikaner auch, das will ich nicht weiter ausführen, an Drohnen, die man nicht mehr im Radar sieht, also die Radaraufklärung geschützt sind. Gut, und das also zum generellen Kontext. Mich interessiert ja insbesondere auch der Aspekt, was da Wissenschaft und Technik und Informatik mit zu tun hat. Offensichtlich ist natürlich, da das sich um Maschinen handelt, muss man Maschinenbau beachten, die sollen schießen, Ballistik spielt eine Rolle, die müssen sich ja als unbemannte Geräte orientieren können in der Landschaft, deshalb haben sie Sensorik, Optik spielt eine Rolle, Materialforschung ist ganz wichtig, also Nachrichtentechnik natürlich, weil die alle verbunden sind mit Kontrollstationen und Kommandostationen, aber es ist eben auch erhebliche Informatikanteile notwendigerweise eingebaut, weil diese Geräte selber haben alle Computer, die die Daten sammeln, übermitteln und dann alle Bordgeräte steuern, insbesondere einschließlich der Waffen. Die Kommandostationen haben natürlich Computer, um die Daten, die kommen von den Waffen, auszuwerten. Und dann ist es heute noch so, dass von den Kommandostationen aus menschliche Kommandeure dann den Waffeneinsatz befehlen. Aber das wird dann natürlich auch wieder über Kommunikationssysteme übertragen an die Computer und die setzen dann diese Waffen ein. Und das wird in dieser Roadmap sehr, sehr ausführlich im längsten Kapitel, 50 Seiten, ausgeführt, was da an Technologie noch gebraucht wird, also wie das wirklich weiterentwickelt werden soll. Und aus Zeitgründen kann ich da auf diese 6 Punkte nicht so ganz, die hatte ich eigentlich vorbereitet, nicht so ganz genau eingehen, aber ich gehe die mal hier mit dieser Liste durch. Interoperabilität und Modularität bedeutet, dass die einzelnen unbemannten Systeme, bezüglich aller Sensoren und Waffen, die sie selber haben, beziehungsweise wo sie mit der Kommandostation oder anderen solchen unbemannten Systemen kommunizieren müssen, dass das überhaupt alles zusammenpasst, Daten, und das betrifft hauptsächlich die Datenübertragung, denn das können viele nicht wissen, in der Informatik werden die Sachen so fast immer so entwickelt, dass die eben erstmal nicht zu allen anderen Sachen passen, sondern nur das machen, was sie gerade sollen. Und dann muss man sehr, sehr viel Aufwand treiben, damit das alles gekoppelt werden kann und zusammenpasst. Das ist also ein großes Problem, insbesondere deshalb, weil die Sensoren und Waffensysteme alle noch nicht übermäßig gut funktionieren und ständig weiterentwickelt werden müssen. Und bei der Weiterentwicklung muss es dann natürlich immer noch passen. Und das ist also ein Riesenproblem in der Informatik insgesamt und aber bei diesen Waffen. Nicht? Kommunikation ist ganz klar. Unbemannte Systeme müssen Daten übertragen, das muss also schnell gehen und funktionieren. Sicherheit ist unglaublich wichtig, das ist eine ganz große Sorge des Verteidigungsministeriums der USA. Diese unbemannten Systeme, die arbeiten ja mit Computertechnik und die Computer haben Programme,
die nicht in die Hände der Gegner fallen dürfen, weil die ja dann sonst sowas nachbauen können. Und deshalb zählt Sicherheit und Kryptographie sind also Dinge, die da eine ganz, ganz große Rolle spielen, um zu vermeiden, dass eben die Programme, die auf diesen Dingern drauf sind, ausspioniert werden können. Nicht denn, das war, hoffe ich, deutlich, dass die drei Punkte alle unglaublich viel mit Informatik zu tun haben, fast nur Informatik betreffen. Persistenz betrifft mal nicht die Informatik, da geht es darum, dass man diese Systeme ja miniaturisiert gegenüber dem bemannten System und dann sollen sie aber immer noch genauso gut funktionieren, genauso schlagkräftig sein und das ist mit Persistenz gemeint, das ist also eher ein Maschinenbauproblem. Aber das nächste hier, die Autonomie, das ist wieder ganz und gar Informatik, da geht es nämlich um die Frage, oder das muss ich ein bisschen ausführen, die heute unbemannten Systeme brauchen alle sehr viel menschliche Betreuung, in Anführungsstrichen. Nicht eine Drohne, habe ich gelesen, hat ein Team von 65 Personen, die dafür zuständig sind, das eben immer die ganze Zeit in Betrieb zu halten und die Daten anzugucken und Entscheidungen darüber zu treffen. Die müssen ja auch mit Tag- und Nachtschicht und so ausgetauscht werden. Also 65 Personen und das ist viel zu teuer. Deshalb gibt es schon seit langer Zeit und in dem Dokument sehr ausführlich beschrieben, die Idee, die Waffen autonom zu machen. Dass sie also nicht wie heute noch die Drohne beobachtet, da irgendwo in Pakistan, wo es da irgendwas bedrohlich ist oder was können wir da angreifen, dann übermitteln sie das nach Nevada und in Nevada wird entschieden, ja, schießt die Rakete ab, sondern da soll das System selber, die Drohne selber entscheiden, die Rakete wird abgeschossen und dann kann man sich einen Teil der menschlichen Betreuer sparen. Nicht? Und dann ist ein sechster Punkt, Waffenentwicklung, das ist also ihr Plan, speziell für unbemannte Waffensysteme Waffen zu entwickeln und Munition. Heute wird noch das genommen, was auch bemannte Systeme verwenden. Und interessanterweise, das klingt erstmal so, als hätte das nichts mit Informatik zu tun, da steht aber ausdrücklich da, das wird überhaupt nur funktionieren, wenn die anderen fünf Punkte funktionieren. Also das heißt, wenn die informatikbezogenen Punkte funktionieren, dann wird auch eine neue Form von Bewaffnung möglich werden. Hier, das ist dann die Zusammenfassung, was da für insbesondere für die Informatik bei rauskommt. Nicht, das sind also erhebliche Anforderungen, die in diesem Dokument formuliert werden an sogenannter Datenfusion. Das bedeutet, dass alles visuelle Daten, Radardaten, Wetterdaten, alles Mögliche, das kann ja sich niemand alles einzeln angucken. Das wird zusammengeführt in ein Gesamtbild, umgewandelt, nennt man Datenfusion. Es sind unglaubliche Datenmengen, die da zusammenkommen. Deshalb hat die Informatik das Gebiet Big Data ermittelt, dass man nämlich in Dingen, in denen man nichts mehr erkennt, doch noch irgendwas findet. Das ist also die Nadel im Heuhaufen. Es gibt cyberphysische Systeme, das ist die Zusammenarbeit zwischen normalen Maschinen Computern und das ist also etwas, was also im Moment gerade extrem weiter betrachtet wird, weil eben nicht nur Waffensysteme so sind, sondern auch viele im zivilen Bereich. Sicherheit war ziemlich klar, hatte ich ja erwähnt, das Ganze sind Roboter, man braucht künstliche Intelligenz, mindestens für die Autonomie, aber auch für viele andere Dinge. Und das ganz Interessante an diesen Gebieten, die hier von den Militärs gewünscht werden, ist, das sind ziemlich genau die Gebiete, die heute überall in der Welt in der Informatik vorangetrieben werden. Nicht? Und das ist jetzt nicht so,
dass das Department of Defense sich das gewünscht hat oder so, und deshalb machen die Universitäten das, aber der Mechanismus, warum wird in der zivilen Informatik genau das gemacht, was sich die Militärs wünschen, das ist etwas, wo ich denke, da müsste man mal wirklich untersuchen, was da eigentlich passiert. Nicht, also die Frage an der Stelle hier ist, in den 50er bis 80er Jahren, da kann man das sehr, sehr deutlich sehen, da ist die Informatik noch ganz, ganz stark nach den Wünschen und dem Geld der Militärs geformt worden. Da gab es im Grunde genommen zivile Entwicklung nur als Nebenerscheinung, aber dann gab es eben eine ganz erhebliche Emanzipation, alles was heute in der Informatik passiert, sie ist sehr, sehr zivil begründet und das sind alles zivile Gelder, bis auf natürlich Ausnahmen, aber es ist eben immer noch so, dass dort in der Informatik Dinge passieren, die gerade militärisch auch interessant sind. Und eine Antwort könnte sein, dass die Militärs das einfach alles benutzen, was entwickelt wird in der Informatik und gar nicht mehr selber bestimmen. Ich will das vielleicht ganz, ganz kurz ein bisschen bebildern. In den 80er Jahren gab es Strategic Computing Initiative, 500 Millionen US-Dollar, das war damals sehr, sehr viel. Und da sind zum Beispiel links oben solche Panzer, die alleine in der Gegend rumfahren können und Hindernissen ausweichen. Das ist ziemlich genau das, was heute unter unbemannten Systemen entwickelt wird. Und das ist damals in Gang gesetzt worden, um die künstliche Intelligenz wirklich ganz wesentlich voranzubringen, was auch tatsächlich geklappt hat. Ich will auf diese Autonomie nochmal kurz zu sprechen kommen, nicht, denn da passiert etwas, was total neu in der Welt ist und entsprechend bedenklich ist. Viele sagen, es ist ein Angriff auf die Menschlichkeit überhaupt. Maschinen dürfen entscheiden, wer getötet wird. Das gab es bisher, glaube ich, noch nicht. Und das soll hier aber eingeführt werden. Es gibt Leute, wie dieser Ron Arkin, aber ist nur einer von vielen, die sagen, das ist prima, die können das nämlich viel besser als Menschen, weil sie zum Beispiel nie in Panik geraten oder weil sie da eben das einfach im gut können. Ich selber sage aus zwei Gründen nein, das hat überhaupt gar keine Chance. Erstens, weil es, das will ich, kann ich hier jetzt schlecht ausführen, die Zeit ist eh gleich um, aber überhaupt um Ethik und darum geht es ja. Es geht ja um die Frage, wer darf Menschen töten und unter welchen Bedingungen. Zum Beispiel nach dem Kriegsvölkerrecht, Kombattanten dürfen getötet werden. Kann sowas eine Maschine? Nein. Und da gibt es viele technische Gründe aus meiner Sicht, die dagegen sprechen. Was aber auch ein wichtiger Aspekt ist, selbst wenn die Maschine entscheidet, wer getötet werden soll, entscheidet sie das immer noch nach einem Programm, was vorher von uns als Menschen eingebaut wurde. Das heißt, der menschliche Faktor ist nur verlagert. Die Verantwortung ist genau noch da, wo sie immer ist, bei den Kriegsverbrechern. Mit diesen Maschinen will sie auch Kriegsverbrechen begehen, wie die Amerikaner, weiß ich nicht. Sie will Feldlager schützen, aber bitte welche Feldlager? In welchen Gegenden der Welt, wo zum Beispiel keine Luftabwehr ist, wollen sie also auch in Pakistan sich mit Feldlagern engagieren? Also das ist nun wirklich eine sehr große Merkwürdigkeit. Nichtsdestotrotz, also da entwickelt sich etwas von einem Ausmaß, was man möglicherweise noch gar nicht voll absehen kann. Ich habe trotzdem Hoffnung,
dass da noch was zu ändern ist. Informatiker und Informatikerinnen könnten sich verweigern, das ist ein bisschen naiv, aber warum eigentlich nicht? Und dann funktioniert das alles nicht. Die deutsche Regierung könnte einsichtig werden, dass das alles ausgeschmissenes Geld ist und nichts nützt. Ist vielleicht auch naiv, aber es gibt auch Dinge, die wirklich passieren. Es gibt einen weltweiten Aufruf von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zur Verbannung solcher autonomen Waffensysteme. Ja, also da hat es eine erstaunliche Entwicklung gegeben mit 20.000 Unterschriften. Es gibt ein Komitee, was sich für die Abschaffung solcher Waffen interessiert. Es gibt in Deutschland eine Cyber-Peace-Kampagne, die in so einem Kontext sich befindet. Da drüben habe ich ein paar Informationsmaterialien hingestellt. Kann jeder noch mal selber gucken. Und vielleicht ist das einfach, womit man am besten schließt. Und ich hoffe, das passiert auch. Vielen Dank.